Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch. Ich habe übrigens nochmal nach den Schauspielern so ein bisschen gegoogelt, also halt nach denen, die ich halt nicht vorher kannte. Und ich habe rausgefunden, dass dieser eine Typ hier, also nicht er, sondern der andere, er in dem Pokémon-Film mitspielt. diesen Detektiv Pikachu. Also ich habe den zwar nicht gesehen, aber ich finde es irgendwie lustig, dass er dabei ist. Wir bleiben freundlich. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Ja, vielleicht die ein oder anderen Leichenhersteller. Ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Na gut, dann steuern wir jetzt ihn und gucken mal, ob wir noch irgendwie was hier finden. Ja, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Hahaha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber Andi lachte. Du redest Blödsinn. Oh. Schauen wir mal, was wir hier Schönes finden in seinem Privatbereich. Fresche Sachen. Mr. H. weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist Yo. Hey, vielleicht sollten wir Ein Geheimgang. Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Hat Mr. H. uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann nicht. Das sind nur Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja. Ja, ich muss zugeben, so seltsam finde ich das jetzt auch nicht, dass da Kameras sind. Solche Sachen drumherum. Man muss ja auch gucken, was so. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H. auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Ob da irgendwelche Eindringlinge kommen oder so. Das sind ja auch Kinder, die muss man ja auch schützen. Und was für ein Hobby. Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Ja, das ist auf jeden Fall verdächtig. Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Okay. Aber der Typ schreit auch irgendwie ein bisschen danach. Los, bringt mich um. Ich glaube, das wird eines der ersten Opfer. Was war das?
Okay, er war das. Wird schon nicht sein. Bewegen wir uns noch mal hier ein bisschen durch, schauen, ob wir noch mal hier das ein oder andere finden. Okay, nur so ein paar Pläne vom Camp und vom Drumherum so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nichts, was uns jetzt direkt weiterhelfen wird. Hier haben wir noch. Nee. Da ist noch was. Das sind noch Briefe, okay. Ah. Will er die nicht irgendwie mal nehmen? Summer Camp North Kill. Okay, eigentlich würde ich jetzt schon gerne wissen, was in den Briefen drin steht, aber naja. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Okay. Handys sind auch fast aufgeladen. Aber wir könnten hier, glaube ich, nochmal. Ey, wozu das Gewehr? Das ein oder andere hier durchsuchen. Chris. Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Ja, immer sind die Bären. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr. Das. Ja. Lass es doch einfach. Ich wusste gar nicht, dass Bären so intelligent sind. Aber ich glaube, er merkt auch langsam so, dass da Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen... Ja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Okay, dann gucken wir noch mal weiter hier rum. Na hallo, was hat er denn das immer mit seinen doppelten Räumen? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Ich bin gespannt, wann die merken, dass sie wirklich in Gefahr sind. Ja, geheimer Sex-Dungeon. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig, sie führt... Wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Ja, jetzt wird er auch langsam ein bisschen neugieriger. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Ich würde sagen, wir klettern runter. Okay, ein bisschen neugierig bin ich ja jetzt doch schon, ne? Ob wir da vielleicht die Betreuer finden, die nicht aufgetaucht sind. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein, vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt noch was passiert. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Klingeling. Klingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment.
Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja, Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Ganz schön neugierig, der Junge, ne? Überall musst du da reingucken. So war ich vielleicht mal als Kind, dass ich überall reingucken musste, aber doch nicht in dem Alter. Oh. Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Okay. Vielleicht hätte er da doch mal ein bisschen mehr gucken müssen. Kaylee und Caleb Hackett. Da auf dem Bild sieht er auch eher aus wie der Schauspieler David Arquette, finde ich. Ich mag sie. Ja, ich meine, den erkennt man so als CGI-Figur natürlich auch noch sehr gut wieder, aber auf dem Bild. Ja, ich auch. Auf jeden Fall deutlicher. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, hm? Aber wir haben auf jeden Fall erfahren, dass Mr. Hackett Familie hat oder hatte. Vermutlich eher hatte. Und vielleicht hat die Familie auch irgendwas damit zu tun, was hier so stattfindet nice. In dem Camp. Vollgeladen. Vollgeladen? Naja. Ich würde sagen, wir gehen mittlerweile mal zur Party. Fertig. Okay, cool. Gehen wir. Vollgeladen, 28% oder was das war. Junge, Junge. Danke.